Willkommen zum Großdeutschen Podcast. Ich bin gekommen. Nice. Jetzt bist du hier. Jetzt schon. Heute ist kein Tag, laut Zeit dort ist. Also heute existiert das nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, Zeitpunkt ist. Boah, ich wünschte, wir hätten so ein Kalendermodell adoptiert, wo es so ein paar Tage gibt, die nicht in irgendeinem Monat sind. Und das sind dann im Endeffekt so die Tage zwischen den Feiertagen, weil die fühlen sich halt so an. Und ich mag die Idee und den Vibe von Kalendern, wo es eine Zeitperiode gibt, die nicht Teil von irgendeinem Monat sind. Weißt du, was ich meine? Metrische Kalender. Ich finde Kalender auch geil, wo dann einfach Tage nicht vorkommen und keiner muss arbeiten oder existieren und irgendwas Besonderes machen. So. Also ja, das sind die Tage zwischen den Tagen. Ja, genau. Weißt du, warum heute kein besonderer Tag ist? Aus Respekt vor dem 4. Juli. Am Montag ist nie ein guter Tag. Ein normaler Tag. Aus Respekt vor dem 4. Juli? Was soll denn da passiert sein? Das ist amerikanischer Kulturimperialismus. Die zwingen uns, den Tag vor dem 4. Juli mundane zu halten, damit der 4. Juli extra wichtig wirkt. Mhm. Ich habe einen Zahnarzttermin, aber ich meine, es ist jetzt nicht so wichtig. Ich muss auch mal einen machen. Sorry, ich erkläre dir das gerne. An dem Tag feiert dein Zahnarzt seine Unabhängigkeit. Ah, ja, aber ich meine, er behandelt mich trotzdem. Ne? Also der scheint halt irgendwie seinen Job ziemlich ernst zu nehmen. Ja, hallo, unabhängig zu sein heißt ja nicht, dass man nicht arbeiten muss. Niemand weiß das besser als Amerika. Was ist das? Ich habe gerade gegoogelt, so 3. Juli, ob es noch vielleicht irgendwo irgendwas Abstruses gibt, das wir erwähnen könnten. Und das kam auf. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Proclamation. How much do you know about American history? ohne Scheiße, die stellen jetzt alles auf dieses fucking VI-Zeug um. Und die Google-Ergebnisse sind ja schon richtig scheiße gewesen die letzten Jahre. Aber sie werden halt jetzt noch viel schlechter. Weil sie mal wieder irgendwas für etwas verwenden, das dafür nicht ausgereift ist. Ich meine, das ist einfach Encyclopedia Britannica. Steht in der Encyclopedia Britannica, how much do you know about American history? Ja, weißt du, der Algorithmus, diese Dinge rauszusuchen, diese Schnipsel, das ist schon richtig schlecht. Ewig. Und ich habe das kann natürlich sein, dass ich mir das einbilde, weil ich ja weiß, was abgeht. Aber ich habe das Gefühl, die letzten Wochen und Monate ist das noch schlechter geworden. Okay, das Hauptding, das Encyclopedia Britannica publiziert zum 3. Juli, ist ein fehlgeschlagener Nazi-Putsch in Danzig. Nice. Shout out an... Shout out an Nazis. Ja. Feinde der Sendung. Wie Friedrich Merz, ich meine... Oh, damn! Das ist aber epic. Am 3. Juli haben Leute in der Schweiz erste Mal Geld verdient. Das Signal eines Higgs-Boson gemessen. Oh, cool. Nice. Außerdem ist der philippinische Unabhängigkeitstag ironischerweise vermutlich von den Vereinigten Staaten. Philipp, das ist dein Unabhängigkeitstag. Ich wollte gerade sagen, warum musste ich denn heute arbeiten? Was ist das denn? Das ist die gegenderte Form von Philips. Ja. Ja, Philips genau. Und Philippinnen. Ja. Das dritte Gender ist dann Philipp außen. Pass auf, dass nicht gleich Friedrich Merz vorbeikommt und dich verprügelt. Das soll er probieren. Ich bin wieder am Liften. Ich schlürfe dann der alte Mann endlich. Ach Moment, das darf ich gar nicht sagen. Was ist los bei euch so? Ach ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt wieder nach Hause gezogen. Bist du? Naja, weil Uni ist ja vorbei jetzt erstmal bis
Ende Sommer. Mhm. Und dann sehe ich in den Niederlande. Proper. Oh ja, stabil, wenn du dann eh in der Ecke bist, kann ich dich ja mal besuchen kommen. Ich muss eh nochmal ins Heim. Oder? Haben sie festgestellt, dass du doch nicht fertig warst. Nee, ich muss alte Unterlagen vom Werb holen. Der braucht noch ein paar Jahre im Ofen. Der war nicht durch. Ich träume manchmal davon, dass ich wieder im Heim bin. Und es ist halt abgesehen von, also ne, wie man halt auch träumt, dass man wieder bei seinen Eltern wohnt. Ja, oder in der Schule ist. Ja, genau. Und es ist halt auf der einen Seite so, oh nein, scheiße. Und manchmal ist es halt so, ich realisiere dann, oh nein, warte, ich bin ja erwachsen. Ich wohne hier nur. Und dann ist es halt der Aspekt von, ja, also ich kriege halt jeden Tag Essen, muss keine Miete zahlen. Geil. Das ist schon ziemlich geil eigentlich, ja. Willkommen im Kapitalismus. Aber kannst du ja wieder zurück in die Helden Keller-Gruppe. Ja. Ich war ja in der Marien-Gruppe. Du kannst Helen Keller spielen. Ja. Die sind in der Gruppe ohnehin alle blind, die werden es nicht erkennen. Ach ja. Hell yeah. Ich habe gestern versucht, Osu zu spielen, aber ich habe mir am Samstag wieder richtig gut die Festplatte resettet. Also konnte ich gestern kein Osu spielen. Kein Wunder, dass du so schnell gekommen bist. Ja, genau. Weil das... Ich habe gemerkt, dass sich Alkohol stark auf das Gehirn auswirkt. Wow. Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen für mich. Ich wollte gerade sagen, willst du da Studien veröffentlichen zu diesem Thema? Genau. Das habe ich jetzt, ich habe eine Englisch 1 Studie gemacht am Samstag. Ja, ich habe, ich war heute auf dem Friedhof. Ja, das ist die Story. Also ich war halt einfach heute auf dem Friedhof. Das war ein Friedhof hier in Kiel, wo ich noch nicht war. Da habe ich mir gedacht, ja, den gucke ich mir mal an. Und da habe ich mir den angeguckt und der war sehr friedlich. Und dann bin ich wieder gegangen. So friedhöflich. Ein Friedhof. Ja. Damn. Ja. Der war sehr friedhöflich. Wirklich. Aber ich fand es schön, dass einfach wir beide nicht geantwortet haben, nachdem wir das gesagt haben. Das war wichtig, das musste das untermalen. Nur zu Besuch oder geschäftlich? Ja, das erinnerte mich gerade, was du gesagt hast. Nein, im Nachbardorf. Im Nachbardorf gibt es ein Schild, da gibt es irgendwie ein Altenheim. Da gibt es ein Schild, das musst links reinfahren für Altenheim-Anlieferung. Das war auch sehr schön. Ich bin nur beschäftigt da. Sehr gut. Perfekt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Eltern schon gesagt wurden. So, du benimmst dich jetzt, sonst fahren wir da rechts ran. Und ich gebe dich ab. Oh, hier ist die heutige Lieferung. Machen Sie es gut, bis dahin. Ich war ja am Donnerstag in Maastricht zur Wohnungsbesichtigung und bin dann mal durch die Stadt gegangen, einfach nur um zu gucken, wie weit ich da von der Innenstadt weg bin und so, weil ich wohne ein bisschen außerhalb wegen Miete weniger beschissen und mehr Platz und generell, ne? Und also dann, du willst mir sagen, du hast deine Maastricht-Kriterien. Genau. Und dann bin ich an der Tankstelle vorgegangen, gucke in diese Tankstelle rein, weil ich dachte, keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja Alkohol. Gab es. Was es auch gab, war ein überlebensgroßer Pappaufsteller von Max Verstappen. Locker 2,50 Meter hoch. Freund des Podcasts. Lebensgröße. Freund des Podcasts. Ich meine, er ist Niederländer. Maskottchen des Podcasts. Tun die eigentlich in Maastricht Maastrichtern? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Also ich weiß, dass es irgendwas mit dem Fluss zu tun hat. Ich weiß nicht, was Tricht bedeutet auf immer wenn du so einen also aus einem großen Gefäß etwas in ein kleineres Gefäß schütten musst in Maastricht, dann holst du dir den Maastrichter. Genau. Der Maastrichter kommt in meiner Garage. Und dann kann man es. Er ist auch 2,40 Meter groß. Ja, dann sind wir wieder... Dann sind wir wieder bei der Hirnschädigung. Ja, und wenn es Debatten über die Maß gibt, dann gibt es da auch einen Maastrichter. Okay. Ich kann mir noch ein paar ausdenken.
Nee, ich habe keine Lust mehr darauf. Ach, ja. Aber wisst ihr was? An dieser Stelle hört der Podcast tatsächlich auf, weil wir haben jetzt ein neues, um Data Scraping zu verhindern, haben wir jetzt ein neues Limit, dass neue Accounts nur 600 von unseren Worten hören dürfen. Ja, genau. Und dann lädt nichts mehr. Also, Patreon-Supporter, wir haben kein Patreon, aber Patreon-Supporter können 6000 Worte hören. Ja. Es ist auch nicht, also wir schätzen das jetzt, unser Maß ist nicht unbedingt richtig, aber ja. Das komm ist, darüber hinweg, Gideon. Wir mussten. Nein, das kann er jetzt durchziehen. Vielleicht fällt ihm auch ein guter Titel für den Podcast sein. Dann wir später. Mussten, nee, ich habe ja schon einen. Es muss nur ein bestimmtes Thema aufkommen. Ich finde, wir können den ja auch abändern. Ich hab. ich hab jetzt einen Blue Sky Account tatsächlich. Ja, den Blue Sky Account vom Podcast hast du bekommen, ne? Ja, genau. Also ich habe mich Anfang des Jahres irgendwann angemeldet für die Blue Sky Beta. Hab nie von ihnen etwas gehört. Ja, und dann check ich. Wie ich Woche, und das Finanzamt. Ja. dann check ich die Woche, ob irgendetwas anderes, was was Teespring betraf, worüber Gideon geredet hat, wollte ich in den Podcast-E-Mails checken. Und dann finde ich in den Podcast-E-Mails eine Blue Sky-Invite. Ich wusste nicht mal, dass ich den Podcast dort auch angefragt hatte. Aber dann habe ich diese Invite jetzt einfach für mich verwendet. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, auf Blue Sky habe ich heute einen Tweet, Fragezeichen, gesehen, wo jemand meinte, auf Blue Sky haben sie auch dieses 600 pro Tag Limit, einfach weil es nicht mehr gibt pro Tag. Weil da noch keine Leute sind auf dieser verdammten Website. Aber ist sie denn also so vom Interface, von der Nutzerfreundlichkeit und so gut? Es ist 1:1. Also, es ist Twitter mit mehr Kontrolle über was du siehst, weniger algorithmische Interference. Klingt eigentlich ganz nice. Ja. Haben die irgendwann vor, die Invite, also das ohne Invites zu machen, oder? Es steht seit einem halben Jahr coming soon. Okay. Sobald ich eine Weile drauf war und aktiv war, werde ich 4 Codes bekommen, scheinbar. Ja, die gibst du dann alle deiner Mutter. Ja. Ach, naja. Dinge, über die schon wir keine Ahnung haben. Frankreich? So. Moi, je parle français. Ja, so ist geil. Also, da ist halt irgendwas los momentan. Aber ich meine, das ist halt. Ich meine, du sagst, da ist irgendwas los, aber ich weiß noch, in einer Folge sind wir durchgegangen. die überschüssigen, brennenden Autos pro Jahr in Frankreich war eine Statistik, weil ein gewisses Level ist ja normal in Frankreich. Meinst du, das ist eigentlich gar nicht wirklich was los, aber die Medien richten ihre Kameras eigentlich auf die normalen Mengen an brennenden Autos? Ja, wir berichten hier eigentlich über die kosmische Hintergrundstrahlung. Das gehört so, das ist immer so. Ich weiß halt ungefähr, was passiert ist, aber ich hatte gehofft, dass einer von euch sich wirklich damit auskennt. Oh, ich weiß auch, was passiert ist, aber also ich kann auch nachvollziehen, ich wäre auch pisst. Ja, also es wurde halt jemand erschossen von der Polizei. Ja. Und ja, das ist ein bisschen George Floyd-mäßig, nicht? Man muss qualifizieren, in Europa ist das noch selten. Ja. Ja. Ich glaube auch sehr viel damit wird zusammenhängen mit halt der ganzen neoliberalen Scheißpolitik. Also das ist ja, also ne, ich glaube nicht, dass das Pulverfass so explodiert wäre, wenn da kein Pulverfass gewesen wäre. Aber das Lustige an dieser Story ist natürlich für mich so ein bisschen, dass ich irgendwann die letzten Tage
Skyrim, Pillars of Eternity, Deadfire oder Crusader Kings 3 ausgemacht habe, auf Twitter geguckt habe, den Hashtag Frankreich gesehen habe und es, ja, und es ich brenne, Bild von einem brennenden Auge-Auto, das ist jetzt der dritte Tag. Ich hatte keine Ahnung, dass das gerade passiert ist. Ja, dann habe ich weiter Crusader Kings gespielt. Ja, gute Wahl. Jedes Mal, wenn in Frankreich irgendwas passiert und wir darüber reden, sage ich eigentlich dasselbe, dass ich mir wünsche, dass sowas in Deutschland auch passieren würde. Wenn, das wäre cool. Wenn offensichtliches Unrecht passiert. Ja. Aber hier können die Bullen ja Leute hinrichten, wie sie wollen. Also von ich habe heute eine Story, die hätte ich mir merken sollen, gesehen. Eine ehemalige ORF-Journalistin hat in Frankreich in einem dieser Banlieues, wo eben Aufstände waren, versucht zu berichten, wurde von einem dieser Unruhestifter mit einem Ziegelstein bedroht. Ihr wurde die Kamera geklaut oder ihrem Kameramann, wie auch immer da das Arrangement ist, und alle um sie herum haben gejubelt. Ja. Von denen die Kamera geklaut ist. Die haben auch, auch schon Downsize, die Moderatoren, dann haben wir jetzt einfach Selfie-Stick dabei. Es gibt keine professionellen Kameraleute mehr. Ich meine, sie wollte für Servus TV eine Reportage machen. Also nicht viel verloren gegangen dadurch. Ja. Servus TV. So ist das Leben. Mhm. Ja, Servus heißt ja auch Tschüss. Also, das heißt aber auch Hallo. Passt, naja, aber nicht in diesem Kontext. Ja, heute nicht. Ach ja, naja, aber wie gesagt, ich wäre auch ziemlich pisst. Ja. Also alles nachvollziehbar. Und solange die Gesellschaft noch. Natürlich wäre ich pisst, immerhin wäre ich Franzose. Das, ja, aber solange eine Gesellschaft darüber sich noch aufregt, ist sie gesünder als die amerikanische. Auch wenn dabei ein paar Autos in Brand geraten. Autos in Brand geraten. Ein Audi Auto. Ist, glaube ich. Audi. Von Audi, weißt du? Die Automaten. Ah ja, apropos hier, Automaten. Callout, nicht Shoutout, sondern Callout. Jedes Mal, Michael, ruinierst du mir meine Übergänge und es kotzt mich so an. Wir müssen das draußen klären, Alter. Das ist doch unglaublich. Hör zu, ich höre eine Stimme. Ich komme dir da vorbei. Ich bringe Friedrich Merz mit und dann stürmen wir deine neue Wohnung. Ich höre Stille. Also, okay, gestürmt wird nichts, weil der Typ ist zu alt, aber. Ich höre Stille und ich schieße, okay. Der fliegt mit seinem Modellflugzeug da in deiner Wohnung rein. Mit seinem österreichischen Flugzeug tatsächlich. Ja, ja. Ja, apropos Automaten. Putzkraft soll Gefrierschrank ausgeschaltet haben. Siehste, ich hab dir doch noch einen Übergang erbracht. Ja, 20 Jahre Forschungsarbeit zerstört. Das ist tatsächlich eine sehr, also es ist eine traurige Meldung irgendwie, aber auch ziemlich lustig. Das ist einfach, wenn ich sowas sehe, möchte ich sterben. Ja. Ich weiß aber gar nicht, was da passiert ist, aber 20 Jahre Forschung. Du kannst halt vor allem, es gibt halt. Also es geht halt um Forschungsarbeit zur Photosynthese. Und es waren halt Proben in diesem Gefrierschrank. Ja. Und dann, das war während Corona. Also das heißt, da waren halt nicht viele Leute im Büro, außer, also was heißt im Büro, im Labor, außer die Putzkräfte. Und dann hat das Ding angefangen zu piepen. Und das wurde halt nicht instant repariert, weil Corona. Und dann ging das der Putzkraft so auf den Sack, dass er ausgesteckt wurde, obwohl halt, naja, zumindest dran stand, dass man das nicht tun sollte, aber ja, dennoch, dass es da kein Failsafe gibt, verstehe ich nicht. Und das, also, dass sie halt auch das kein ist einfach Backup davon gemacht was haben. Ich, ne? Was ich mir denke, ist, der Schaden beruft sich laut Klägern auf $1 Million. Was? Nach 20 Jahren Forschung? Ja, aber sorry, das ist doch an der was? Was haben die da getan, bitte? Zwei Kartoffeln großgezogen? 20 Jahre lang? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, weil im Artikel steht es nicht. Das Forschungsprojekt sollte dabei helfen, die Nutzung von Solarenergie weiterzuentwickeln. Ja. Die Frage ist halt, wie man das auch berechnet am besten, weil der Schaden wird ja unberechenbar sein. Es geht wahrscheinlich darum, einfach um die Arbeit, die da reingeflossen ist und da Wissenschaftler normalerweise. 20 Jahre Arbeit. Ja, aber es ist ja nicht, die arbeiten ja nicht nur an diesem Projekt. Normalerweise. Ja, also das wäre. Da würde ich ausgehen. Du forschst da an deinen zwei Farnen für 20 Jahre, die irgendwas mit Solarenergie machen sollen. Und steckt jemand in den Kühlschrank ab und bist wieder auf null. Die Reinigungskraft beteuert laut den Berichten, nichts falsch gemacht zu haben. Nice. Ja, die Klage geht ja auch an die Firma, die halt die Reinigungskräfte nicht genug ausgebildet haben darüber. Also denen nicht, also auf gut Deutsch, denen nicht Bescheid gesagt zu haben, dass die keine Kühlgeräte ausschicken sollen. Was ich meine, würde ich eigentlich, also keine Ahnung, ich wäre vielleicht auch ein beschissener Geschäftsführer einer Reinigungsfirma. Soweit ich weiß, war dieses Geräusch halt wirklich, also es war nicht einfach nur nervig, es war halt wirklich nicht aushaltbar. Ohrenbetäubend. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist schon. Aber ich meine, wie lange hält sich denn so eine Reinigungskraft in diesem Raum auf? Boah, es kann sein, dass man ihn auch in mehreren Räumen gehört hat. Ich weiß es nicht. Also es war halt echt richtig, richtig laut. Weil natürlich, die wollen ja, dass es laut ist. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr eigenartig. Was will man machen? Ha? Okay, ha? Ich bin jetzt im ursprünglichen Washington Post-Artikel über das Ganze. Okay. Und da steht, die hatten es steht eine Lockbox um das Power Outlet gegeben. Also ich stelle mir da so ein Gehäuse vor, quasi mit einem Schloss dran. Ja. Ja. Und trotzdem hat die Reinigungskraft es geschafft, das abzustecken. Damn. Da muss ja schon Gewalt geflossen sein. Es ist fast beeindruckend, aber. Vier Tage? Nachdem. Das Ding hat 4 Tage lang gepiepst. Naja. What the fuck? Ja, hast du mal versucht, während Corona irgendwelche Handwerker? Hast du mal versucht, jetzt Handwerker zu bekommen? Cool. Ich hoffe, meine Vormieter lassen mir die Küche drin, weil sonst wird das eng. kann man nichts machen. Ja, das ist scheiße gelaufen auf jeden Guardian Fall. Is also in an interview with the university officials, the cleaner said he thought he was turning the circuit breaker on after hearing the alarms. Hä? Ja. At the end of the interview, he still did not appear to believe he had done anything wrong, but was just trying to help. Ganz anders als das, was bei Spiegel steht. The lawsuit says, the cleaner made an error when reading the panel, also the instructions. The sign provided instructions on how to stop the freezer from beeping. Okay. Und das ist echt war argumentig. An der Tür. Wer weiß, was da dran stand, weißt du, ich meine. Ja, das ist halt echt die. Aber dann muss man die Frage stellen, also je nachdem, was da dran stand, und wenn das dumm war, was da dran stand, dann ist ja dann normalerweise nicht die Reinigungsfirma, die das daran schreibt. Ja, eben. Dann können die ja normalerweise auch nichts dafür, also verstehe ich den Grund der Klage dann nicht. Ja, sehr eigenartig. Ich will so gerne eine Fliege an der Wand, was das angeht. Der Artikel hier hat er wirklich den Kippschalter, den FI-Schalter einfach runtergehaut. Aha. Brudi. Schade. Nee, also sie dürfen den Kühlschrank nicht ausstecken, aber den Strom einfach ausstellen ist okay. Dann im Interview mit den Uni-Leuten hat er gesagt, er dachte, er schaltet den Kippschalter an. Aber cool.
Aber du siehst doch, wenn du den FI rausmachst, dann ist doch der Strom aus. Nicht FI, einfach die Sicherung vom Raum. Also die Sicherung von... Ja, aber von dem... Also das muss ja die Sicherung von dem Kühlgerät gewesen sein, oder was? Weil vom Raum siehst du ja, dann ist ja alles aus. Probably, ja. So ein Kippschalter ist in der falschen Richtung. Ich habe meinen Teil getan. Ich habe eine Forschung diese Story gedacht. Dafür, dass wir länger über sie reden, als über diese ganze Lage in Frankreich. Ja, also ein Typ, der einen Schalter umgelegt hat. Bei in der Lage in Frankreich ist halt kein Rätsel dabei, außer dass halt Polizisten dumme Menschen sind, normalerweise im Durchschnitt. Emmanuel Macron sagt, dass er glaubt, dass die Jeux-Video die Gedanken der Kinder kontrollieren, der jungen Menschen, Teil daran schuld haben. Definitiv, Alter. Genau. So, letztes Mal, als ich Super Mario gespielt habe, dachte ich, du springst auf diese Autos drauf und sie fangen an zu brennen. Du, diese Blume mit dem Feuer dran, die benutzt du, um Autos anzuzünden. Naja. Mich macht Oster auch immer gewalttätig. Ah ja, das ist das genaue Zitat, ist die Videospiele, die sie unter Gift setzen. Ja. Oh, letztes Mal. Das sind die Videospiele, nicht irgendwelche Bullen, die einfach irgendwelchen Leuten in den Kopf schießen. Damit wird es gar nichts zu tun haben. Eigentlich mehr in Rausch versetzen. Intoxiqué. Fucking richtig schön Skuma geballert. Wenn ich noch mehr von Emmanuel Macron hören muss, dann müssen wir demnächst ganz viele Sachen, ganz viele Wörter aus diesem Podcast rausschneiden, sonst wird es rechtlich relevant. Wir müssen über das neue 10-Punkte-Programm der Union. Nice. Das neue 10-Punkte-Programm der Union ist auch nur deswegen, also ich habe mir ein bisschen was davon durchgelesen und es ist halt konservatives Gewäsch, welches keinerlei Aussage trifft. Es steht einfach nichts darin. So zum Klimaschutz auch einfach wieder denselben Scheiß. Wir wollen das Klima schützen, aber bloß nicht durch Verbote. Und wir müssen neue Technologien müssen wir fordern und Freiheit. Und ich möchte gar nicht, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich mir diese Scheiße durchlese. Aber halt das Interessante an diesem Artikel und weshalb ich den gepostet habe, ist, dass diese 10-Punkte-Programm Agenda für Deutschland heißt. Damn. Also abgekürzt AfD. AfD, die by the way mit keinem Wort erwähnt wird. Ja. Die Brandmauer steht auf jeden Fall, Friedrich Merz. Alter, diese Partei, ne? Brandmauer steht so sehr, die wissen gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Ja. Was zum Teufel? Auf der anderen Seite sind die Grünen. Welt? Was zum Fick, Alter, warte, ich schau, dass ich das zu euch bekomme und dann auf dem Bildschirm. What? Ist das KI generiert? Ich glaube auch. Nee, das ist ein Photoshop-Filter. Ich weiß, das sind zwei Photoshop-Filter. Das ist Oil Paint gefolgt von erst Poster Regis und dann Oil Paint. Das ist nicht KI generiert. Der Typ in der Mitte sieht ein bisschen aus wie ich, wenn ich Down-Syndrom hätte. Der Linien quasi, sondern einfach wegen auch des Arrangements, des Themas, der Farbwahl, what the fuck? Also irgendwas stimmt hier sehr nicht. Ja. Ich meine, Alter, was zur Hölle ist bei den Leuten im Gesicht los, wenn du da noch reinzoomst? Ja, das hat Gideon erklärt, das sind die Photoshop-Filter. Ja. Wieso ist, also, das ist eine andere Welt. Ich verstehe, warum Daniel Günther da drauf ist, das ist ja die CDU, aber halt. Pisse aus meinem Arsch, Alter. Ja. Schlechte Menschen. Ja, es wäre entweder das gewesen, halt einfach nur Wischwasch oder halt Punkte, die so ein bisschen nicht spezifisch sind, aber bessere Versprechungen für die Bevölkerung machen, oh, sick. Ich als habe halt die SPD machen würde. Freunde. Ich habe gerade meine E-Mail bekommen, dass ich meine letzte Klausur, die ich bestehen musste, bestanden habe und zwar mit einer guten Note. Nice. Wenn jetzt meine Bachelorarbeit auch eine gute Note ist, dann ist das sogar ein Cum Laude Abschluss. Und du bist sogar so schade, dass du schon vor 30 Minuten gekommen bist. Ja, jetzt kann ich aber, nochmal, weil ich habe eine hohe Libido. Er lädt schnell nach. So ist das.
Nice, Gratulation. Ja, das ist, wenn man innerlich jung geblieben ist, dann kann man sowas. Das ist. Wenn man innerlich jung geblieben ist, spricht man von einem Belastungsmoratorium für Unternehmer. What the fuck? Eieieiei. Ja, aber die Klausur lief echt scheiße. Also, dass ich die mit einer guten Note bestanden habe, da habe ich echt Glück gehabt, glaube ich, weil es war ein Multiple Choice. Also. Nein, du bist einfach ein Übermensch, ist das Ding. Habe ich gut geraten. Läuft. Ja. Aber ja, CDU, nein, danke. Ja, CDU, Pupu. CDU. Also, es wäre entweder das gewesen oder vage Versprechungen, die irgendwie weiter links sind als die SPD, die sie dann einfach nicht eingehalten hätten. Jetzt, wo sie, weil die, das, was die SPD macht, ist denen ja schon zu links. Ja, aber die machen ja keine linken Versprechungen mehr, weil die sind ja jetzt so auf Republikanerkurs. Ja, das ist ja, das hat ja alles, offensichtlich nicht funktioniert. Und da muss man, muss man auch ganz oft sagen, wie schlecht links sein schlecht ist. Genau, das weil ist alles ganz schlecht und doof und man sollte niemals für linke Parteien wählen. Das mit wählen. Dem Klimawandel wäre alles gar nicht so kompliziert, wenn die SPD nicht so dem Genderwahn verfallen wäre. Genau. Ja, dann Gender können, ja. macht eigentlich Klimawandel. Ja. Klimawandel innen. Die ganze. Das ist aber. Das ist auch ein guter Episodentitel. Alles, ja. alles. Kann man ja da reinschreiben. Alles links der AfD ist Kommunismus. Wahrhaftig, wahrhaftig. Ja. Was haben wir, was haben wir denn? Was haben wir denn sonst noch so? Der fucking. Nein, das mit dem Auto, das hebe ich mir für später auf. Okay, dann redet nichts mit Auto. Da muss ich mich nämlich drüber aufregen und da bin ich auch der Einzige, der sich so richtig darüber aufregen kann, weil ihr fahrt ja beide kein Auto. Das ist so korrekt, ja. Ja, durchaus. Ja. Ja, ja, Kardinal Marx. Oh, das ist auch so eine lustige Meldung. Freund der Sendung, Fragezeichen? Nein, die katholische Kirche ist grundsätzlich nicht Freund der Sendung. Ja, aber ich mag seinen Namen, aber er ist tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob er einer der coolen Bischöfe ist oder war nicht. Er nicht ja, der, alle, der haben, Bischof, die fassen der doch sagt alle Kinder so, wir an. Sollten vielleicht ein bisschen schauen, dass wir die sozialistischen Inhalte von Jesus ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen. Dein Bischof meinte, war halt auch irgendwie mit dem synodalen Weg und so unterwegs. Er ist auf jeden Fall Teil des synodalen Wegs, Kardinal Marx. Ist ja, der synodale Weg war einer der guten Bischöfe. Das weiß ich nicht. Also gut, relativ in Betrachtung zu. Er ist auf jeden Fall eine reformistische. Okay, was sagt denn der Wikipedia-Eintrag dazu? Das gucke ich mir jetzt an. Haben wir. Kardinal Marx. Ist er verwandt mit Karl Marx? Syno. Es gibt ja auch einen. Parkour-Runner in London, der verwandt ist mit Karl Marx. Und nannte laut evangelischem Pressedienst als einen Schwerpunkt für Veränderungen in der katholischen Kirche den Umgang mit gescheiterten und zerbrochenen Menschen, wozu er unter anderem Geschiedene und Homosexuelle zählte. Warte, was? Ich habe nicht aufgepasst. Ich werde das jetzt nicht nochmal vorlesen, das ist dumm im Podcast. Tu das, wen interessiert's? Es hört eh niemand. Also er ist auf jeden Fall, er war irgendwie nett zu Homosexuellen und Geschiedenen. Naja, halt nicht. Auch nicht? Naja, nein. Das ist ja, also das habe ich jetzt sehr anders verstanden als du. Dass er sagt, dass homosexuelle Menschen gescheiterte und zerbrochene Menschen sind. Ja, also jetzt mal abgesehen, ich rede auch vom relativen Vergleich der katholischen. Dass er seine Kollegen nicht mag, ist ja klar. In einer Rede am 13. Oktober 2009, okay, das ist schon 14 Jahre her jetzt, also. Vor dem Bayerischen Landtag in München vertrat Marx den Standpunkt, die Religionsausübung sei keine Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit, da Religion zu den Grundlagen von Staat und Gesellschaft beitrage. März 2022 feierte Kardinal Marx eine heilige Messe aus Anlass des 20-jährigen Bestehens von Queer-Gottesdiensten in München.
in seiner Im Februar 2022, nachdem die Gruppe Out in Church eine Doku veröffentlicht hatte, in welcher sich 120 deutsche Priester und KirchenmitarbeiterInnen als LGBT geoutet hatten, hat Marx gesagt, es muss nicht jeder seine sexuellen Inklinationen öffentlich machen, aber wenn er das tut, dann muss das respektiert werden und ist keine Beschränkung an seiner Fähigkeit, ein Priester zu werden. Das ist meine Position und wir müssen sie verteidigen. Na, immerhin scheint der Mann lernfähig zu sein. Im April 2018 kritisierte Marx den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Bezug auf die Begründung für dessen Beschluss, in allen Behördengebäuden unter Verwaltung des Freistaats Bayern Kreuzer anbringen zu lassen. Die Entscheidung seien Spalte und Unruhe entstanden. Es steht dem Staat auch nicht zu erklären, was das Kreuz bedeute. Die gesellschaftliche Debatte über das Kreuz bezeichnet Marx für wichtig, aber es müssten alle einbezogen werden: Christen, Muslime, Juden und jene, die gar nicht gläubig seien. Okay, kritischer Support für Marx auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das können wir festhalten. Okay, ja. Ja, also, er scheint einer der nicht so beschissen zu sein. Guter Bekannter der Show. Und hey, laut Wikipedia, okay. Der ist auch cool. Aber das ist ja Freund der Sendung. Ja. Ja, Karl ist ja in Ordnung. Freund der Sendung, Karl. Aber er scheint auch laut dem Wikipedia-Eintrag keine Kinder unsittlich berührt zu haben. Also, Er war auch irgendwie nicht so perfekt darin, das aufzuarbeiten, aber es ist ja schon mal was, wenn du auf der Seite bist. Ne? es ist ja schon mal was, wenn du es wenigstens sein gelassen hast. Krass, dass der Typ Reinhard Kardinal Marx heißt und dann Kardinal geworden ist. Das ist ziemlich witzig. What? Ja. Also er heult wirklich auf jeden Fall rum, dass so viele Leute aus der Kirche austreten. Ja. Es ist nicht wirklich sein zweiter Vorname Kardinal, oder? Das steht überall so, aber das kann doch nicht stimmen, oder? Ja, ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, Das ist einfach ein Titel, den du dazu bekommst. Ja, der Titel, das ist ein Titel, den du in deinen Namen steht das bei Wilki auch so? Tatsächlich tut es. Das ist wie, wenn der Kardinal sich in das Kind reinbringt. Der Wilki sieht auch aus wie ein Außerirdischer. Man, Wilki ist ein Vampir. Was ist das hier? Fucking. Da hat Gideon auch mal ein Bild davon gemacht. Außerirdischer. Podcast? Ich weiß es nicht mehr. Aber du hast mal so ein Edit gemacht, wo er so graue Haut hat und rote Augen. Hiervon. Der ist hart auf jeden Fall, der Dude. Ja, das ist schon eine Weile her tatsächlich. Ich kann mich schon erinnern an den Vampir-Fucking. Was halt interessant an dem Artikel war, interessant an dem Artikel ist erstmal, dass wir halt letztes Jahr irgendwie, ich glaube, 750.000 Kirchenaustritte hatten. Ja. Insgesamt. Kirchenaustritte? Kirchen, ja. Genug von diesem. Da trete ich drauf und dann wird da ein schöner Wein draus. Ja. Auf jeden Fall, also das ist schon mal ganz cool. Aber was halt interessant ist, ist halt aus ein spezifisches Zitat aus diesem Artikel: Eine wichtige Aufgabe für alle Getauften und Gefirmten sei es, die Frage auch innerlich überzeugend zu beantworten: Warum bin ich Christ und was bedeutet das? Und ich denke mir, dass wenn Leute sich diese Frage halt stellen, dann werden halt demnächst 2 Millionen Menschen austreten, weil die meisten Kirchenmitglieder halt einfach nur so passiv da sind. So, ich bin getauft, ich bin da schon immer gewesen. So die 20 Euro im Monat, die mir da abgezogen werden, tun zwar weh, aber ist jetzt nicht genug, damit ich mir jetzt die Arbeit mache, da jetzt auszutreten. Und außerdem könnte ja später doof werden, wenn ich das mache. So, das ist der Grund, warum die Leute noch in der Kirche sind. Ansonsten hat das. Es ist einfach Trägheit. Ja. Also wenn sich Leute wirklich kritisch damit auseinandersetzen, wieso sie Christ sind und dass sie überhaupt Christ sind, dann werden die meisten es nicht länger sein. Ja. Stellt euch mal vor, der Typ wird der nächste Papst. Ist unwahrscheinlich für ihn spezifisch, weil er nicht auf der Shortlist ist sozusagen. Aber und dann gibt's halt jemanden, der Marx heißt. Also dann ja nicht mehr, aber dann weißt du, was meinst du, wie das in Amerika dann? Pope Marx, the Marxist Pope. Die ersten, die Katholiken doch ohnehin schon dort drüben.
Ja. The Papists. Boah, was interessant ist. Politik ist fucking ich habe, festgestellt, es gibt ja so Fachausdrücke für diverse Arten von Mord. Ja, du hast den Suizid, den Fratrizid, den, was weiß ich, Omnizid und der Mord, den Genozid. Genozid natürlich. Ein guter Zid ist das. Ein gutes Beispiel. Das Wort für Mord an einem Papst ist tatsächlich Papizid. Daddyzid. wie warm ist es gerade bei euch, da wo ihr seid? Noch nicht sehr warm, aber es soll Ende der Woche wieder nach oben gehen. Aber jetzt gerade? Weiß ich nicht, ich habe keinen Thermometer. Keine Ahnung, ich bin drinnen. Guck doch dein fucking scheiß Handy an, Alter, da steht eine Zahl drauf. Nee, bei mir tatsächlich nicht. Das ist nicht im, auf keinem meiner Handys ist das solche Nazis, Alter. hast du mittlerweile deinen einen Bildschirm konfiguriert als Sturm? Ich habe so ein fucking Wetter-Widget. Ich in der Taskleiste, weil ich ein zivilisierter Mensch bin. Ich habe jetzt bei Kachelmann mit dem Wetter nachgeschaut und es sind 20 Grad. Okay, hier sind 14 Grad. Das ist der Witz, den ich machen wollte. Cool, es toll. Es ist hier gerade 14 Grad. 22. Und laut dem anderen Ding ist es hier 13 Grad. Freut mich für dich. Jetzt, wo ich dieses blöde Widget reaktiviert habe für dich, Gideon, darf ich so journalistisch wertvolle Artikel sehen wie ohne Bluse im Dirndl, Ermakova zeigt allen, was sie hat. Ja, du darfst halt nicht darüber havern. Da steht du darfst halt nicht drüber nachdenken. Es geht nur um das scheiß Wetter. Ich will den Rest davon auch nicht sehen. Ich weiß nicht mal, wer fucking Ermakova ist. Ich bin zu alt für sowas. Ich kenne tatsächlich den Namen irgendwoher. Ich habe das noch nie gehört. Sie klingt wie eine ist ein britisches Model. Vater? Nein, ihr Vater ist Boris Becker. Hm. Damn. Okay. Du siehst ein bisschen aus wie Boris Becker. Ich meine, scheinbar kann man das Ganze sich leisten. Ach, jetzt weiß ich tatsächlich sogar, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, in welcher Unterhaltung mir davon erzählt wurde, aber irgendwer hat mir davon erzählt, dass von Boris Becker. Dass irgendwie Boris Becker eine unglaublich hässliche Frau hat und deren Tochter ist eine, oder gevögelt hat und deren Tochter ist dann jetzt ein erfolgreiches Model. Ich dachte, die Hässlichkeit hat sie von ihrem Vater. Oder, warte, das macht keinen Sinn. Wollte ich gerade sagen, das ist irgendwie, aber vielleicht ist da Minus mal Minus Plus und dann. Ja, vielleicht. Warte, ihre Mutter ist Angela Ermakova. So funktioniert das mit den Genen, habe ich gelernt. Angela. Okay, was zum Fick. Ich habe das jetzt gegoogelt und hier ist das Tochter- und Mutterpaar, scheinbar. Okay, sorry, aber die Tochter sieht halt auch irgendwie scheiße aus, ne? Der Genpool ist auf 20 Generationen ruiniert, weil Boris Becker daran gestorben hat. Das ist die One-Drop-Rule. Wenn du einen Boris Becker in den Adern hast. Dann war es das für dich, Alter. Ja. Steuerhinterzug. Ja. Gute Sache auf jeden Fall. Na, läuft bei Boris Beck. Ich habe nichts mehr. Ich finde es einfach nur lustig. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wolltest du uns nicht noch sagen, was mit dem Wetter ist? Es ist Gewitter. Nice. Wenn ich also, es soll das Gewitter sein, ich stehe immer, dass es Gewitter sein wird und es war nie Gewitter. Also. Ich mag auf jeden Fall Gewitter. Ich mag auch nicht, dass es jetzt am Wochenende wieder 30 Grad hier werden. Ja, willst du lieber Gewitter in Neuss? Ich will lieber Gewitter in Neuss. Schauen wir mal auf die Prognosen. 7 Tage. 7 Köpfe. Gibt es 7 Tage 7 Köpfe eigentlich noch?
Ich kann mich erinnern, als kleines Kind hat man, als ich kleines Kind war, hat meine Mutter immer 7 Tage 7 Köpfe geguckt. Ja, meine Mutter auch, aber ich glaube nicht. So eine Polit-Talkshow, so eine deutsche. Dank. Ja, war das der Talk? War das nicht irgendwie so ein Witz-Kabarett-Bums? Ja, halt so eine Witz-Kabarett-Comedy-Talkshow, so eine Panel-Show im Endeffekt. Am Sonntag kriegen wir 31 Grad bei mir. Geil, ne? Am Sonntag haben wir 28, also damn, Hitzewelle. Oh fuck, am Sonntag bin ich bin gar nicht in Kiel über das Wochenende. Ich bin in der Nähe von Bremen auf einem Lab. Das heißt, das wird wahrscheinlich extrem heiß. Das wird schon ziemlich warm. Ja. Labs sind so heiß. Bin ich froh, dass ich keine schwere Plattenrüstung tragen muss. das spiegelt ja die Sonne. Ich glaube, das Problem ist eher die Gambeson, die ich da drunter tragen müsste. Gambeson! So, jetzt lass uns über das Auto reden. Der Ford, bist du jetzt wieder unglücklich? Ich muss mich jetzt die letzte Viertelstunde des Podcasts noch aufregen. Du hast jetzt dein High von deiner guten Note ist abgeklungen, jetzt kannst du wieder böse jetzt, sein. Jetzt muss ich mich richtig anpissen. So, der Ford F-150 kommt nach Deutschland. Jetzt muss man sich vorstellen, der Ford F-150 ist in den USA, glaube ich, die kleinste Variante dieses Autos. Also, und ist auch wirklich, also im Vergleich zu amerikanischen Autos ist der halt ziemlich klein. Aber in Europa nimmt der halt 3 Parkplätze ein. Das ist einfach so der Unterschied. Der passt hier halt wirklich nicht rein. Also der, nicht nur vom Aussehen her und von dem, was halt Europäer normalerweise fahren, sondern einfach auch vom Platz her einfach, den der verbraucht. So, und ich wollte das Thema so als Aufhänger nehmen, um mich über SUVs aufzuregen und generell darüber, dass Autos immer größer werden, weil ich kann ja nachvollziehen, wenn Leute Autos mögen. Ich kann ja nachvollziehen, wenn man Autoliebhaber ist. Ne? Wenn man gerne ein gepflegtes Auto hat, wenn das schön aussehen muss, wenn das viel PS haben muss und wenn man damit mal durch die Gegend heizt. So. Weißt du, aus Spaß. Kann ich nachvollziehen. Ist nicht unbedingt das Beste für die Umwelt, aber sei es drum. So, ich gönn dir. Ich mache es selber nicht, aber ich kann es psychologisch nachvollziehen. Was mich ankotzt, ist halt, dass Autos immer, ich verstehe nicht, wieso dieser Trend dahin geht von kleineren, sportlicheren Autos, weißt du, die cool aussehen, die viel PS haben, die schnell sind und halt, was ist überhaupt mit Cabrios passiert, weißt du, zu fucking SUVs und diesen fucking Stadtpanzern und jetzt dem Ford F-150. Ich verstehe nicht, wieso das passiert. Ich verstehe nicht, wieso Leute immer größere Autos brauchen. Ich verstehe nicht. Am besten noch die ganze Scheiße als Automatik, damit man dafür auch gar nichts mehr können muss. Weißt du? Und dann setzen sich die beschissensten Autofahrer in die beschissensten Autos und machen alles platt, was sich nicht gerade noch mit dem Hechtsprung aus dem Weg springen kann. Ich hasse diesen Trend dahin. Und ich finde es scheiße, dass auch in Europa halt diese ganzen SUV-Kacke halt rübergeschwappt ist. Und der ganze Grund, warum SUVs jetzt irgendwie 90% des Automarktes einnehmen, ist einfach, weil aus dem Grund, dass es halt ein Regulierungsschlupfloch in den USA gibt, wo halt dann diese Dinger unter Light Trucks fallen und da muss man nicht auf die Emissionen und was weiß ich achten. Das ist der einzige Grund, weil halt dann die Firmen damit gut Geld verdienen und dann wurde das halt gemarketet in die Richtung an Leute, so, ja, brauchst du ein dickes Auto und außerdem ist das viel sicherer. In Klammern ist es nicht, weil die sind auch aus irgendeinem Grund haben die es geschafft, dass diese Dinge einfach viel unsicherer sind, weil sobald du dich damit überschlägst, hast du verloren und bist tot. Also sie sind einfach sehr beeindruckend in ihrer Ingenieurskunst. Es ist einfach sehr beeindruckend in ihrer kompletten Scheißigkeit. Ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Also wirklich diese Grafik zu finden, ich weiß, jemand hat mal auf Gideons Server gepostet, so eine Darstellung vom Blickfeld, das man aus solchen Fenstern hat. Und das Blickfeld aus vielen Panzern ist besser als das, was man durch so eine SUV hat. Das kommt auch noch dazu. Ein Panzer kann so ein Kind sehen, das die Straße überquert. Ich verstehe es nicht und ich verstehe nicht, wieso wir jetzt mit diesem im Prinzip beschissenen Auto hier klarkommen müssen, weil, lass uns ganz ehrlich sein, du brauchst für
Der normale Mensch braucht für nichts eine Ladefläche. Der normale Mensch braucht für nichts ein. Ich kann ja sogar noch nachvollziehen, dass man sich ein größeres Auto mit ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Leistung halt kauft, wenn man permanent irgendwie mit dem Camper in Urlaub fährt oder so. Weißt du? Aber selbst dann gibt es Autos, die dafür um einiges besser sind als halt diese komischen Light Trucks und SUVs. Sei es drum geschenkt. So, wenn man dann dem Marketing-Hype erliegt und dann sich so ein SUV kauft, gerne. So, ist okay. Ich verstehe nicht, wieso Leute das im Stadtverkehr haben wollen. Ich verstehe nicht, wieso Leute, die halt dann damit nichts tun, weil man muss ja auch drüber nachdenken, dass über die letzten 2 Jahrzehnte. Okay. Lass uns darüber reden, dass halt noch vor so 20 Jahren ist man halt mal zum Baumarkt gefahren, ne? Hat sich da ein paar Sachen geholt, ist halt mal so das ist die Grafik. Okay. Es gibt auch so ein Experiment, wo dann irgendwie so 11 Kinder sich vor so ein SUV gesetzt haben und einfach nichts davon gesehen wurde. So, aber noch so vor 20 Jahren ist man dann zum Baumarkt gefahren, hat sich da seine Sachen geholt. So. Und dann haben die Leute das normalerweise mit einem, was weiß ich, mit einer Familienkutsche gemacht, mit einem Van oder so, weißt du. Und jetzt heute macht es halt alles Amazon. So, niemand muss mehr irgendwas irgendwo abholen fahren und fucking Amazon liefert dir alles und trotzdem kaufen sich die Leute größere und größere Autos für nichts. Ich verstehe es nicht, ich verstehe diesen Trend nicht. Beziehungsweise ich verstehe diesen Trend schon, weil das einfach nur Marketing ist und Leute drum sind. Aber ich hätte gerne. Und ich bin der Letzte, der jetzt irgendwas Krasses gegen den Individualverkehr sagen möchte. So, ne? Weil das muss man mit sich selber klar machen. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht einfach kleine, schöne, coole Autos fahren kann, die gut aussehen und ihren Zweck erfüllen. Ich frage mich, ob es doch nicht in Europa mit Sicherheit in einigen Altstädten Straßen gibt, wo das Ding überhaupt nicht durchpasst. Ja, definitiv. Das ist ja nicht mal in der Altstadt. Es gibt. Fahr mal durch Aachen. Ich bin, das ist jetzt das naheliegendste Beispiel, weil ich da ja vor ein paar Tagen durchgefahren bin. Ist das schon eine beschissene Verkehrsführung. B ist es natürlich, wenn man mehr Kraft unter der Haube hat, ist das natürlich geiler, da durchzufahren, weil du musst halt dann, musst oft am Berg anfahren und die ganze Scheiße, weil aus irgendeinem Grund hat Aachen es geschafft, dass das fucking Terrain einfach, keine Ahnung, hügelig ist bis zum geht nicht mehr, du kommst dir vor wie in den Alpen. Aber C, und das ist halt das Problem, es ist halt alles sehr klein, sehr eng, so die Fahrspuren sind jetzt auch nicht die breitesten, du hast da regelmäßig Hauptverkehrswuten, die halt einen, lass die Fahrspur 2,10 Meter sein oder was, da hast du mit einem gängigen SUV in Europa schon Probleme und halt diese amerikanischen Dinger, keine Ahnung, da hast du verloren. Wir werden wahrscheinlich dich irgendwann mal die Bullen rausziehen und dich fragen, ob du noch alle Tasten im Schrank hast, wenn du damit da durchfährst. In Dubrovnik in Kroatien verbieten sie in der Innenstadt jetzt das Rollen von Koffern. Aber ich wette, SUVs sind noch erlaubt. Warum? Ja, die klacken ja auch nicht so, weißt du? Mm. Machen wir aber vermutlich mehr Lärm, ganz ehrlich. Ja, das liegt an den Amerikanern, die drin sitzen. Ich weiß noch, ich hab mal ein Video gesehen von so einem amerikanischen Zoomer, der so gesagt hat, oh, ich kann es kaum erwarten, der mysteriöse amerikanische Twink zu sein, über den alle staunen. Und dann hat er so halt den Reaction Shot danach, alle hassen Amerikaner. Und jemand hat in die Kommentare geschrieben, ihr seid nicht mysteriös, wenn wir euch hören, bevor wir euch sehen. Ja, aber weißt du, Südländer kriegen das immer noch hin. Und ich sage das als jemand, der selber technisch gesehen Südländer ist. Technisch laut gesehen. Zu sein und mysteriös. Aber ich glaube, das liegt ja am Aftershave. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne, dass sich Leute zurückbesinnen zu Autos, die cool aussehen und womit man irgendwo hinkommt von A nach B, ohne dass es halt alles zustellt und sehr viel Platz wegnimmt. Weil ich meine, wenn man drüber nachdenkt, so wenn man halt kleinere Autos fährt, so dann am besten auch noch mit Elektroantrieb, weil Elektroantrieb halt, wenn dein Wagen nicht irgendwie 50 Tonnen wiegt, dann ist das auch sehr viel besser, einen Elektroantrieb zu haben. Ja, es skaliert dann besser.
Du verbrauchst sehr viel weniger und vor allem brauchst du sehr viel weniger Platz, was den Verkehr in der Stadt halt sehr viel weniger beschissen macht oder auch auf dem Land sehr viel weniger beschissen macht. Stell dir vor, für jedes Auto, was halt momentan über die, für jeden SUV, der momentan über die Autobahn fährt, kannst du zwei normale Autos da reinstellen, weißt du? Da hast du sehr viel weniger Stau und noch viel weniger Verbrauch. Na. Das sind ja alles Sachen, die läppern sich so, weißt du? Und die Straßenabnutzung, weil halt alles nicht so viel wiegt. Die ganze Scheiße und ich, weil ich. Ja, also, wenn nicht. Du fünfmal, also wenn fünf von den Dingern über die fucking Brücke fährt hier in Kiel, über den Kanal, ist sie wieder kaputt. Ja, oder die fucking Flea-Brücke. Ja, war da mal mit dem SUV drüber, dann landest du im Rhein. Das Ding ist eh schon marode, Alter. Das können wir uns nicht leisten. Ja, aber ganz im Ernst, ich finde es schade, dass halt einfach nur, und das ist einfach nur, und da musst du auch wieder, ne, schau mal auf die Metaebene davon. Es ist einfach nur, die Amis haben verpennt, oder naja, nicht verpennt, also halt durch Lobbyismus wurde dafür gesorgt, dass die Amis halt so Trucks von einer, also von halt, wie nennt sich das, Regularien halt ausgenommen werden. Was insbesondere Abgase angeht. So, dann wurde dann früher gesagt, ja, die ganzen, die Bauern und was weiß ich, die brauchen ja ihre Trucks und dann soll das ja nicht zu teuer werden und was weiß ich. So, also die 3 pro Million Leute, die dann davon betroffen sind. Und das ist so der erste Dominostein. Und der letzte Dominostein ist halt, dass halt jeder diese Kackautos fährt, irgendwie alles 7,5 Tonnen wiegt. Weißt du? Ganz Europa eigentlich. Du eigentlich einen fucking LKW-Führerschein für deine Autos bräuchtest, weil nichts anderes mehr verkauft wird. Und das ist ja auch das Problem. Wenn ich irgendwann mal wieder Auto fahren möchte, am besten dann auch mit Elektromotor, weil halt cool, günstiger und halt auch weniger, du fühlst dich weniger scheiße damit, ne? Aber ich möchte dann auch ein kleines Auto fahren. Ich möchte auch ein Auto fahren, welches cool aussieht und welches Spaß macht zu fahren. Aber was bekommst du? Du bekommst fucking SUVs mit Automatik, Junge. Da kannst du dich doch direkt aufhängen. Du kannst dann unter denen drunter durchfahren. So holen wir das meiste aus unseren Straßen. Das ist das, was mit den Lufttaxis gemeint ist. Die fliegen nämlich gar nicht. Das sind einfach amerikanische Autos. Die fahren einfach eine Ebene über dir. Ich finde es, by the way, ziemlich scheiße, dass das Top-Modell aus dieser Autoreihe Raptor heißt. Wenn ich mir irgendeines dieser Automobile angucke, sagt dann nichts von Raptor. Raptor ist der beschissenste Begriff, den du dir dafür hättest auswählen können. Hättest ihn Bull nennen können. Atlas. Titan. Es heißt Raptor, weil es in Rudeln jagt und vor allem Neugeborene gern frisst. Ja, for real. Triceratops. Ja, okay. Stegosaurus. Ja, das wäre cool gewesen. Aber Raptor ein Motorrad kannst du Raptor nennen. Total, ja. So ein schlankes Ding. Ja. Auf jeden Fall, jeder, der auf der einen Seite, jeder, der den Klimawandel scheiße findet und den Stadtverkehr besser machen möchte und generell Städte lebensfreundlicher machen möchte, sollte gegen diese Scheiße sein und gegen immer größer werdende Autos. Und auf der anderen Seite auch Autoliebhaber sollten dagegen sein, weil sonst kriegst du nichts anderes mehr als diese komischen, klobigen Karren, die einfach nur für schlechte Autofahrer gemacht sind. Sind wir mal ganz ehrlich, die sind doch einfach nur dafür da, damit im Falle eines Unfalls, was halt dir dann häufig passiert, weil du ein schlechter Autofahrer bist, der andere stirbt. Das ist im Prinzip das, was es ist. Und ja, ich sehe nichts, aber ich muss ja auch nichts sehen, weil alles, was mir im Weg steht, ist halt tot. Ja. Also gute Autofahrer, vereinigt euch. Fahrt kleinere Autos, fahrt besser. Shoutout Lasst die Luft aus den Reifen von diesen fucking F-150-Dingern. Shoutout übrigens an die Digitalisierung der deutschen Ämter. Die ist sehr weit vorgeschritten. Ich bin gerade nicht sarkastisch. Ich habe ja meine Diebstahlanzeige aufgegeben, Gideon, ja. Weil mir meine Brieftasche innerhalb von 4 Stunden geklaut wurde in Kiel. Richtiger Kiel-Moment. Ja, ich war außer Hauses und in Kiel von 19.30 Uhr, glaube ich, bis maximal 22 Uhr. Und in dem Zeitraum war meine Geldtasche weg. Da habe ich eine Diebstahlanzeige aufgegeben und die ist dann nach fucking legendären 18 Tagen bei mir in der Wohnung hier in Österreich angekommen.
Und es hat die Öffi-Karte gefehlt, die ich dem Beamten damals gesagt hatte, weil er vermutlich einfach nicht, oder ich nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nicht klar gemacht, dass das Ding einen Wert von 1000 Euro hat, vermutlich. Mhm. Und deswegen wurde es nicht aufgelistet und dann habe ich ihnen am Freitag eine E-Mail geschrieben, habe eigentlich damit gerechnet, dass sie mir sagen, so, sorry, Datenschutz, können Sie uns das faxen oder so. Aber nein, ich habe einfach heute direkt Montag die Ergänzung als PDF, als E-Mail bekommen. Cool. Ja. Also das voll wär, digital. Das liegt nur daran, dass du Österreicher bist. Apropos Digitalisierung. Wir haben momentan, ich wurde gerade angeschrieben, es gibt ein Problem mit unserer Uni-Website. Also ich weiß nicht, ob es ein Problem mit der Uni-Website ist, aber wir haben eine Gruppe, in der wir einen Kurs gemacht haben. Das war ein Masterkurs für Kriminologie. Und jetzt sind die Credits einfach verschwunden bei halt einer aus diesem Kurs. So, das ist mega eigenartig. Und deshalb bin ich mal alles durchgegangen. Und wenn das bei mir auch passieren sollte, habe ich trotzdem nur noch 180 Credits. Also Herzinfarkt avoided. Aber sehr, sehr weird. Kurzes Digitalisierungsding. Ne? Ich habe, dann können wir auch Schluss machen. ich habe jetzt meine Energiepauschale beantragt, weil ich ja technisch gesehen noch Student bin. Und eigentlich auch praktisch gesehen bin ich jetzt wieder Student. Ich darf die nicht haben, weil ich studiere nicht in Deutschland. Ich lebe zwar hier und mache alles hier, aber ich studiere nicht hier, deswegen kriege ich die nicht. Und du kannst den, es gibt halt eine Methode, die zu kriegen, ohne dass du einen Elster-Account hast oder so einen, diesen Bund-ID-Account. Ich hätte das beim Elster-Account machen können, except kann ich nicht, weil Elster halt nicht in die Pötte kommt. Und du kriegst dafür halt, du brauchst halt so einen Zugangscode und so eine PIN-Nummer. Und ich war halt auf der Seite von der Uni, wo ich mir das runtergeladen habe, so diese PDF mit dem PIN-Code. Und da steht halt drauf, ja, sie kriegen in einem separaten Schreiben den Zugangscode. Und ich denke mir halt, ja, natürlich, ne, die wollen da ja auf Nummer sicher gehen. Das ist so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. So, es geht ja immerhin um 200 Euro vom Bund. Mhm. Und dann, ich besuche halt irgendwie 15 Minuten durch meinen Aktenordner, wo das eigentlich drin sein sollte. Stelle fest, dass ich die meisten Dinge, die da eigentlich drin sein sollten, noch nicht abgeheftet habe. Suche halt nochmal eine Stunde in verschiedenen Stapeln aus Papier in meiner Wohnung. Dann frage ich halt irgendwann in so einer Unigruppe, hey, hat irgendwer von euch echt dieses separate Schreiben bekommen? Und dann meinte so halt, ja, also das ist halt auf derselben Seite bei der Uni. Das war auch so. Das war halt literally, also es war fast direkt daneben. Aber weil ich halt die PDF mit der PIN aufgemacht habe und da stand aus Sicherheitsgründen schicken wir ihnen das als separates Schreiben, dachte ich, die meinen damit, dass sie zwei Faktoren zur Authentifizierung nutzen, dass sie tatsächlich zwei Faktoren zur Authentifizierung nutzen und nicht zweimal denselben Faktor. Ich meine, das funktioniert doch. Ich meine, im Endeffekt bin ich der Dumme, aber halt... Du hast die Digitalisierung unterschätzt, ist dein Problem. Nee, ich habe Digitalisierung durchgespielt. Ich dachte, sie machen das, damit das... Sie haben es halt nur gemacht, damit es komplizierter ist, weil das macht es ja nicht sicherer, wenn du die beiden fucking PDFs auf derselben Seite kriegst. Naja, das Ding ist halt, wenn du so ein Hardcore-Mega-Hacker bist, der sich in solchen Sachen auskennt, glaubst du auch selber nicht, dass das einfach Nextdoor ist. Das findest du dann, das ist so Refuge in Audacity, du Fans. Ja, das würden sie nicht machen. Das, hell yeah. Ja. Wer sagt heute Ballern? Waren unsere 600 Worte. Ja. Das waren unsere 600 Minuten. Deswegen kann niemand Ballern sagen. Nee, das wäre ja auch zu viel Ballern, wenn jetzt noch jemand Ballern sagen würde. Das ist kein, ich habe letzte Woche Ballern gesagt. Damn. Ja, haben wir das nicht verhindert? Niemand Ballern hat. Ballern gibt es nicht. Genau. Hallo. Es wird nicht mehr geballert. Ja. Deutsche, das Maastricht ist voll von Ballern. Es wird viel weniger geballert heutzutage. Ja.
Außer in Frankreich. Wenn wir zu viel ballern, gibt es ein Erdbeben. Das ja. Sieht man dann auf der Maastrichter-Skala. Dann verhängt die CDU noch Ballerverbot. Ja. Cool. Ballern.